Fußball-Halbkreismeisterschaft hier in Marburg, muss man das Fazit ziehen, dass durchaus nur positive Geschichten waren, sehr faire Spiele. Marburg war zum Ende hin ein verdienter Sieger. Deswegen kann man hier mit stolzer Brust die Sache jetzt beenden für 2017, 2018 und freuen uns dann auf eine neue Aufgabe im nächsten Jahr.